Wow, Zwergi ohne Bart und mit kurzer Frisur. Ja, und damit seid gegrüßt zu einem neuen Sadlog mit dem Zwergenfürst. Ich weiß, ich sehe kacke aus, aber ja, ich war beim Friseur. Tja, also, ich würde mal sagen, beantworten wir heute mal Fragen oder so. Diesem Video. Die erste Frage kommt von Basti HD. Wann kommt eigentlich die richtige Roomtour? Ich würde mal sagen, jetzt. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englauben zu einer Roomtour. Ja, können wir gleich schon anfangen. Jetzt sitze ich auf diesem bequemen Sofa. Super Mario Bros. 3. Direkt hinter mir das große Plakat. Ich glaube, ich drehe es glatt mal so, dass ihr das mal seht. Ich muss da gar nicht mal so viel im Bild sein. So, da haben wir es. Super Mario Bros. Sorry, dass das mal ein bisschen geblättert hier mit der Kamera. Versuche es zu vermeiden. Das Bild habe ich mir in Berlin gekauft. Da war ich im, wie hieß das, im Computerspielemuseum. Und ja, da habe ich das als Andenken mitgenommen und mir gleich aufgehängt. Sofa, ja, ganz bequem. Und ja, abends, wie man, da liegt noch so ein Laptop rum. Habe ich so provisorisch mal hier mit dem Kabel hier mal verbunden. Ja, ist jetzt nicht gerade das Beste. Also, ja, der Laptop sowieso nicht. Also, da habe ich gestern noch was dran gemacht. Deshalb liegt der da auch ein bisschen. Ja, ist jetzt nicht gerade das Ordentlichste. Das Kissen müssen wir mal umdrehen. Das sollte man nicht zu lange und nicht zu nahe zeigen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen. Da ist so ein bisschen, ja, ist ein Andenken. Der Boden knarrt ein bisschen. Ja, ich laufe hier barfuß rum in meiner Wohnung. Ich mag es barfuß zu laufen. Ja, meine Kamerahülle. Also ja, meine Kamera ist kein JVC, aber das ist noch eine alte Hülle. Ich bin tatsächlich nicht mit Handy. Kann ich mal gerade beweisen. Also an dieser Stelle, wenn wir schon mal dabei sind. Hier, schaut mal, mein Handy. Ich filme also meine Vlogs. Nicht mit Handy. Hier. Muss mal gerade das Display drehen. Weiße Wand. Ja, dann wird noch ein bisschen. Ja, nicht mit Handy. Ja, da wird noch ein bisschen was drankommen. Also, ja, das wird hier noch im Laufe der Zeit ein bisschen bunter. Das ist hier alles ziemlich weiß momentan noch. Da kommt Super Mario Bros. Und da haben wir ein Billigregal in Schwarz. Natürlich, nicht im klassischen Weiß. Eine Lampe. Eine sehr coole Lampe. Das Coolste an der kann man auch, also wenn man es will, braucht man eigentlich nicht, aber kann man auch noch dimmen, kann man hier runterziehen und zack, dann ist es ganz dunkel im Raum. Ganz creepy Stimmung hier. Deshalb machen wir die mal wieder auf. Auch eine IKEA-Lampe. Hier ist alles von IKEA. Ich könnte eigentlich in IKEA wohnen. So ungefähr. Und da kommt das Spannendste. Meine Unterlagen, die ich mal umgedreht habe, damit ihr nicht meine Namen und Adresse seht. Das sieht aus wie ein Monitor. Eine Tastatur, eine Maus, ein Adventskalender, eine Matte, die jetzt dahinter noch nicht so viel bringt. Die wird dann irgendwann mal hier an die Wand kommen und da werde ich noch viele dazu kaufen. Das ist hier der Plan, dass ich mal irgendwann das mal irgendwie befestige. Ja, da haben wir hier einen Stuhl. Auch von IKEA, alles von IKEA. Naja, der Rechner ist nicht von IKEA. Da war ein Adventskranz.
Taschentücher, 3DS und hier für Switch, Hülle, eine SD-Card. Also der Rest der SD-Card, das ist nur die Hülle, die Micro-SD ist in der Kamera, sonst könnte ich nicht filmen. Ja. Und da unten steht der Computer, der PC, Kompupa. Da wollen wir den mal anschalten. Da ist die ganze Kabellage. Ich glaube, wir schalten den mal an hier für die Roomtour. Einmal schaut euch an, wie cool das aussieht. Mega. Oh, da oben passiert was. Die geht an. Das sieht gerade nicht gut aus, aber die ist so. Montag, der 17. Dezember um 19:01. Ich weiß noch mal, wie spät es ist und welches Datum es ist. Ja. Adventskranz können wir auch mal aktivieren. Feuer vor der Kamera. Das sollte man tatsächlich nicht so oft machen. Offenes Feuer vor Technik. Ich hoffe, da fackelt uns jetzt hier nichts ab. Und die dritte Kerze. So haben wir nochmal gemacht. Du auch rausgehen. Ja. Das soll meinen Raum verlassen hier nicht. Die Bude in Brand stecken. Ja, zum Glück haben wir keinen Rauchmelder. Frage ich mich auch hier. Warum in einer Mietwohnung kein Rauchmelder ist. Hier ist nirgendwo ein Rauchmelder. Jedenfalls Bildschirm, Monitor, Tastatur, Maus, USB-Stick, Adventskranz, Adventskalender, der raucht immer noch. PC. Geiler PC. Gaming-PC. Sieht man das? Der raucht, ja, man sieht es noch. Keine Raucher hier in meiner Wohnung. Raus. Hier wird nicht geraucht. Dann können wir hier auch mal hier Adventskalender-Türchen. Habe ich hier noch nicht geöffnet. Heute ist 17. Türchen. Nummer 17. Na komm. Muss ich noch Musik hinterspielen. Muss jetzt singen. Jingle bells, jingle all the way. Na komm! So, hier. Ja. Oha, schon rausgefallen hier. Was haben wir da? Trompete. Steck ich mal wieder rein. Ich muss nachher noch eine Insta-Story machen, der ich das auspacke. Das kann ich jetzt hier nicht so lassen. So, ja. Lass ich offen. Ja, muss nachher noch eine Insta-Story weitermachen. So sieht's aus. So. Da das Regal mal ein bisschen, da habe ich jetzt mal provisorisch mein Stativ abgestellt. Da steht normalerweise da. Und da dann so die Konsole, die Switch, da filme ich dann ein bisschen ab hier von dem Stuhl. Ja. Tisch. Leere Müllkübel. Hier haben wir ein paar Ordner mit Unterlagen. Da gehen wir mal nicht so dicht dran. 189 Eglatrim. Jahu! Auf der Anzeigetafel, die kann man anmachen, aber meine Kamera ist ein bisschen blöde. Kann ich euch gerade mal zeigen hier. Ich nehme mal die Unterschriften nicht zu doll filmen. Na, zack. So. 189 Eglatrim. Jahu! Oh, jetzt kriegt es sogar hin, meine Kamera. Jetzt hat sie mal fokussiert, jetzt kriegt es hin. Aber wenn ich weiter weggehe, wenn ich hier im Hintergrund filmen will, ich kann es nicht wiedergeben, ist so hell, es blendet. Ja, wenn ich mich da vor die Kulisse stellen will und mal ein bisschen Set loggen will. 189, ja. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wer jetzt meint so, da war ein Zauberstab.
kann ich auch mal auspacken. Heute kann ja alles mal gezeigt werden und alles ausgepackt werden. Einhändig. So. Lizenz. Ich der Harry Potter Zauberstab. So, zack. Zack. So, was haben wir denn hier? Hui. Den Zauberstab. Expelliarmus. Stupper. Ja. Wingardium Leviosa. Nicht Wingardium Leviosa. Oder wie war das? Nicht Wingardium Leviosa, sondern Wingardium Leviosa. Mit A und nicht mit O. Und direkt hier neben dem Zauberstab habe ich ihn gerade wieder hingepackt. Harry Potter. Die kompletten Blu-rays in einer Sammlung. Da haben wir, na komm, zeig's an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 mal 7. Also halte ich immer das Tor ist 1 und 2. Haben sie leider in zwei Teile aufgeteilt, deshalb sind es 8. Da haben wir die Blu-rays. Ja, ich habe ein paar Blu-rays drin. Ready Player One. Was ist das? Baby Driver. Die glorreichen 7, Spider-Man, Homecoming und Wendy. Ja. Die gab es tatsächlich gratis zum DVD-Player dazu, zu dem hier. Also das Ding hier zum Blu-ray-Player habe ich gekauft und dazu gab es die DVDs hier, also Ready Player One nicht, die haben, das habe ich mir im Nachhinein gekauft. Baby Driver, Glorreichen 7, Spider-Man Homecoming und Wendy gab es dazu. Ja, alle bis auf Wendy habe ich auch schon geguckt. Ja, frage mich nicht. Ja, die anderen sind auch, die sind auch ganz gut. Also die Filme so nicht übel. Also die Glorreichen 7 müssen ist der beste von denen, würde ich sagen. Würde ich mal behaupten. Da haben wir Switch-Spiele. Da haben wir 3DS-Spiele. Die alle jetzt aufzuzählen, das wäre ein bisschen lang. Ihr könnt es aber sehen. Dann mal DS-Spiele dahinter. Und dann mal ein einzelnes, ein einsames PC-Spiel. Ja. Das ist, könnt ihr ja schon sehen. Resident Evil. Dann mal DVDs. Schön geordnet. Die Klassiker zurerst, ja, zurück in die Zukunft, Jurassic Park, E.T., Forrest Gump, Star Wars, Herr der Ringe, der Hobbits, hier Indiana Jones, Tribut von Panem, Fluch der Karibik, Alice im Wunderland, Interstellar, Man in Black, Olympus Has Fallen, Matrix, Inception, The Imitation Game, gut, gut ist ein guter Film, also, ja, wie schon der Name sagt, also, ist eher so ein Geheimtipp, aber kann ich auch mal empfehlen. Oh, da ist ein verbotenes Zeichen drauf, was ich vielleicht nicht so doll im Video zeigen sollte. Er ist wieder da. Da hat sich die ähnliche Thematik hier direkt nebeneinander. Dunkirk, ja, auch The Imitation Game, ist ja thematisch irgendwie sortiert. Passengers, Merry Christmas, auch ein sehr empfehlenswerter Film, auch wieder so ein Geheimtipp. Könnt ihr euch mal geben. Black Panther, Batman, Green Mile, auch sehr empfehlenswert. Ich habe so auch ein paar Geheimtipps hier drin. Nicht nur die Spitzenklassen-Sachen, ja natürlich die super Spitzenklassen-Sachen. Da Vinci Code, Illuminati, Inferno, Schön das Biest, BFG, Lego Movie und Lego Batman Movie. Bücher haben wir hier. Passend zu Illuminati haben wir hier eine Flagge. Ja, könnt ihr sehen, was hier gibt. Die Zwerge, hier ganz, ganz, ganz dringende Buchempfehlung. Die Zwerge von Markus Heitz. Unbedingt lesen, ist zwar ein dicker Schmökerer, aber auf jeden Fall ist man lange mit beschäftigt. Ja, er ist wieder da, auch das Buch. Wundervoll Ski. Das sind übrigens die Geschichten vom Weihnachtsmann. Von J.R.R. Tolkien kann man hier lesen im Einband. Ja, da unten jede Menge Krimskrams.
Das ist meine Facecam. Noch ein einsames Buch hier unten. Ja, das wird sich hier noch füllen. Da kommt noch was dazu. Das ist mein Wohnzimmer. Nochmal gezeigt. Ich glaube, ich habe ja schon mal eine Tour gemacht, als es hier noch nicht so voll war. Da habe ich gerade die Kamera geladen. Hier an der Steckdose. Hier in der Ecke liegt scheinbar noch ein bisschen was rum. Da ist so ein bisschen Kartons und so weiter. Gehen wir mal hier raus. Hui, der Flur. Der Flieflaflur. Hier stinkt es tatsächlich ein bisschen. Ihr könnt vom Glück reden, dass es kein Geruchs-YouTube gibt. Ja. Aus den. Na komm, ein bisschen höher hier. Aus den Schlitzen hier, aus den Lüftungsschlitzen scheint es hier unangenehm rauszustinken. Stinkt ein bisschen nach Zigarettenrauch, so ein bisschen, als würde in der Wohnung oben drüber jemand rauchen. Als würde in der Wohnung oben drüber jemand rauchen. Ja, haben wir es jetzt mal ein bisschen. Als würde in der Wohnung unten drunter jemand filmen. Mein Klamotten. Zunächst ja meine Jacke, Schuhe. Im Rucksackdingens. Hier, das ist ein Kissen, so ein Aktivkohle-Dingens, was so ein bisschen von dem Gestank hier abhält. Von dem Gestank, was da oben rauskommt. Hier, da hängt normalerweise mein Schlüssel, den ich jetzt mal abgenommen habe, damit der jetzt nicht gefilmt wird. Hier in meiner Hosentasche. Ich habe ihn gerade rausgeholt und geklackert. So, Ausgangstür. Da geht's raus. Tja, abgeschlossen. Geht nicht mehr raus. Da, Telefon. Kann man mit nach draußen telefonieren. Kann man sagen, ja, hallo, wer steht denn da vor der Tür? Lichtschalter, damit kann man das Licht ausmachen. Bah, dunkel. Sieht man nichts mehr. Alles dunkel. Da habe ich euch aber erschreckt. Ja. Das zu meinem Flur. Und da ist das Bad. Bad steht für bitte anklopfen beim Duschen. Ja, so ungefähr. Schauen wir mal rein. Hui, hier ist noch dunkel. Würden wir manche machen. Ja, sieht hier nicht immer so sauber aus. Ja, gerade frisch gewaschen. Das Bad gewaschen, ja. Ja, hier gibt es nicht viel zu sehen. Putzzeugs. Toilette. Und ja, da wollte er nämlich nicht zu tief reinschauen. Ist sauber. Aber ja. Das geklackt im Flur. Das geklackt im Flur. Dreckklappen. Hier nicht im Video. Ja. Dusche. Also Badewanne. Ja. Nicht sehr spektakulär. Hi. Hier sind noch 4 quadratische Spiegel an der Wand. Ja. Ja, da wieder zurück im Flur. Und da ist Küche. Da können wir auch mal Licht anmachen. Ja, Pfand. Ordentlich sortierte, ordentlich angereihte Getränkekisten und Getränkeflaschen. Viel zu trinken habe ich hier. Durst muss man also nicht. Ist der, wie heißt das Ding? Ich habe es letztens mal gewusst, gehört, das ist die, ja, vielleicht fällt es mir wieder ein.
Den Ofen. Hier könnte man mal was backen, wenn man mal Zeit hätte. Würde ich mal anbieten. Hier könnte man mal was kochen. Wurde noch nicht sonderlich benutzt. Und da sind Brötchen. Da ist weihnachtliches Gebäck. Da ist ein Toaster. Abwaschen macht sehr viel Spaß. Ja, ich wünsche mir eigentlich nur eins, also All I Want for Christmas. Ja, sage ich schon lange, also ich bräuchte mal, wie Gronkh, glaube ich, mal gesagt hat, hat er, glaube ich, fast genauso gesagt, ein Äffchen, also ich bräuchte mal ein Äffchen, was bei mir wohnt und leidenschaftlich gerne den Abwasch macht. Also das ein Hobby, der Abwasch ist, also dass man gar nicht dazu zwingen muss, das würde dann einfach da sein im Haus und freut sich dabei, den Abwasch zu machen. Ja, hier unten ist das Zeug, was dann abgewaschen werden muss. Ja, hier ist noch mehr Zeug. Besteck. Da kann Kaffee mitgemacht werden. Mit der Kaffeemaschine. Damit das mal auch schön wach bleibt. Mehrfachstecker. Und ja. Ja, das Zeug kann man auch mal trinken, wenn man nicht Zeit hat, sich Kaffee zu machen. Da habe ich auch richtigen Kaffee. Der ist hier. Ja, richtigen Kaffee. Warum der wohl hinten steht. Richtiger Kaffee. So, dann mal noch Tee. Hier mal ein bisschen Westminster. Ace Cranberry ist natürlich nur das Beste. Hier haben wir sogar ein Bio Earl Grey. Dann haben wir Pfefferminztee. Das wird bei mir nicht alle Zucker. Der wird bei mir sehr schnell alle. Handtücher und Küchentücher. Und da ist tatsächlich Müll drin. Glaubt das mir? Da ist Müll drin. Plastikmüll. In den schwarzen Kästen ist Müll. So, hier. Esstisch. Können zwei hier dran sitzen. Wenn mal wer zu Gast kommt. Ja. Da drüben geht es wieder raus. In den Flur. Hier noch eine Steckdose, falls man mal sein Handy beim Frühstück oder beim Abendessen laden will. Da steht noch was. Das muss irgendwann mal aufgebaut werden. Das ist der Oberschrank. Der sollte da noch hin. Also das ist zumindest der Plan, dass der da noch hinkommt, oben hin. Da kommen, können dann Tassen und Teller und so weiter noch rein. Das ist der Plan. Das Problem, ich sollte vielleicht nicht zu laut klopfen, das ist hier Trockenbau. Da kann man nichts dran machen. Das ist ein bisschen beschissen. Also, ja, hier mal eine kreative Aufgabe für euch Zuschauer. Falls ihr mal wisst, wie das dort ist, ein schwerer Schrank, ein großer, schwerer Oberschrank, ein Küchenschrank, daran an den Trockenbau dort, Trockenwand rankommen kann, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, wie man das da dranbringen kann. Ich habe nämlich keinen Plan, wie man schwere Sachen an eine Trockenbaugeschichte rankriegt. Ihr habt es gerade gehört, ich habe dann geklopft. Sollte ich nicht so oft machen, die Nachbarn werden es mir danken. Tja, die Küche. Machen wir es wieder dunkel. Und da haben wir noch einen letzten Raum hier. Ich habe mich gerade gewundert, warum das da leuchtet. Aber das ist meine Anzeigetafel, die wo meine Abonnentenanzahl drauf steht. Also mein Highscore sozusagen. So, ja. Das ist ein Raum, ein Schlafzimmer. Da würde ich jetzt mit dieser Kamera nicht reingehen. Regel Nummer 1 in diesem Haus nämlich. Kann ich mal mit euch so reden hier. Regel in dieser Wohnung ist in diesem Zimmer, im Schlafzimmer, wird nicht gefilmt. Da kommt keine Technik rein, da kommt
da wird nicht drin gefilmt. Regel, da werde ich mich dran halten. Das ist ein Prinzip, das nicht gebrochen wird. Ich gehe da jetzt mal rein und mache ein paar Fotos mit dem Handy. Darin wird nicht gefilmt, ist die Regel. Aber ein paar Fotos kann ich euch zeigen von da drin. Ja, können wir gleich mal drüber reden. Rein da. Ja, da sind wir wieder. Die paar Bilder, die ich gezeigt habe. Ja, das Bett, der Schrank, der Kleiderschrank. Da in der Ecke stand noch ein bisschen Zeugs, so Besen und Leiter, falls man irgendwo hoch will. Ja, das war die kleine Roomtour. Der Rex, das wollte ich noch sagen, den habe ich mal fotografiert, habe ich jetzt hier wahrscheinlich eingeblendet. Mein einziges Kuscheltier, was mir noch behalten geblieben ist, das habe ich noch mitgenommen. Der begleitet mich seit ich denken kann, also seit gestern wahrscheinlich, aber ja. Der wurde mir zu meiner Geburt geschenkt und den habe ich einfach mitgenommen. Den nehme ich überall mit, der war mit mir auf jeder Reise und der schlief bei mir im Bett mit und ja, ist ein Stück meiner Kindheit, was noch geblieben ist, was noch mitgekommen ist, auch hier in die neue Wohnung. Ein bisschen was muss sein. Ja, und die Anzeige da hinten habe ich mal wieder ausgemacht. Ja, muss jetzt hier nicht so im Hintergrund leuchten. Ja, der hier ist auch schlafen gegangen. Der ist auch, ja. Es hat sich runtergefahren. Da blinkt er noch ein bisschen. Ja. Naskratz. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Diese kleine Roomtour vom Zwergenfürst in der neuen Zwergenfürstwohnung. Ja. Die Zwergenbutze, habe ich mir vorgestellt. Daumen ich nach oben, sollte es euch gefallen haben. Habe ich euch eigentlich das schon gezeigt hier? Kann ich mal hier ein bisschen drehen? Ja, da unten die ganze Geschichte. Die Switch. Die NES. Das NES, das Nintendo Entertainment System. DVD-Player habe ich euch gezeigt. Den Pro-Controller, Fernseher. Ich glaube, da bin ich nur dran vorbeigegangen. Ich habe das auch mal gesehen. So. Ich hoffe, euch ist jetzt nicht schwindelig geworden. Wenn nicht, aber auch wenn euch schwindelig geworden ist, lasst bitte ein Abo da auf meinem Kanal, wenn ihr neu seid, um ja nichts zu verpassen, um das nächste Video nicht zu verpassen. Vielleicht habe ich im nächsten Setlog mal wieder einen Bart und vernünftige Frisur. Kann ja vorkommen, dass bis dahin das alles ja ordentlich nachgewachsen ist. Ja, tut mir leid, dass ich heute wieder ein bisschen bescheuert aussehe. Ja, sorry. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Das mit dem Stolz ist mir neu. Ich muss hier mittlerweile die Kamera schon, also die Kamerahand hier schon ein bisschen stützen. Wird Zeit, dass ich Schluss mache. Man sieht sich in einem anderen Video. Bis dann. Ciao, ciao. Hui. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.